meine lieben Freunde, willkommen bei Dishonored. So. Ich muss mich nur ganz kurz noch ein bisschen umschauen. Hier liegt ein Schlüssel, den ich erst noch nicht gar nicht gesehen habe. Hast du uns das schon angehört? Ich glaube ja. Eine infizierte Ratte unterscheidet sich von der gemeinen Ratte in ihrer Größe und der Rauigkeit ihres Fells und auch in ihrer Intelligenz. Road. Wobei diesbezügliche Experimente Versteck noch unvollständig sind. Korianders Tierleben der schläft. Das bedeutet, okay. Infizierte Ratten leben hier höchstens seit 5 bis 7 Jahren. Das war keine allmähliche Ansiedlung. Könnten sie absichtlich hierher gemacht worden sein? Vielleicht sicher. Hier wären wir auch, glaube ich, mit einer Ratte reingekommen. Ja, hier finden wir die infizierte Ratte. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich machen will. Weil, ich wollte eigentlich das gute Ending nehmen. Aber gut, okay. So, das andere ist mal egal. Achso, wartet mal. ist hier das Passwort drin? Scheiße. Okay, wir gehen eh nochmal ganz kurz in die erste Etage. Ich kann drehen. Weil ich gesagt definitiv noch den das nehmen wir mit, weil ich definitiv, wie gesagt, noch den Safe öffnen möchte. Lohnt sich das? Kann ich die Technik überhaupt schon? Nö, kann sie ja noch gar nicht. Was ist denn hier? Okay, ich hatte nur doch aber eigentlich auch alles schlafen gelegt, oder? Da oben ist noch ein Trank, den brauche ich jetzt erstmal nicht. Das ist ein Lebenstrank. Hier ist Gold drin, das brauche ich. Ups, falsche Taste. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ist eigentlich nicht so schwer. Schlimmer sind es, wenn es mehrere Leute sind. Wisst ihr, den legen wir jetzt schlafen. Muss ich ein bisschen beeilen, weil ich nicht weiß, ob hier noch ein paar Leute kommen. So, her teleportiert. Und Ruhe ist mit dem Burschen. Aha, seht ihr, da ist nämlich noch einer. Ah ne, oh doch, der ist da. Gut. Oder auch nicht. Ist das noch einer? Oh ja, da sind zwei. Wird nicht ganz so einfach. Muss ich mal gucken und überlegen, wie ich das am besten mache. Ich glaube, durch die zwei wird es nicht ganz so einfach. Hier sind Betäubungspfeile, oder? Ist das normale Bolzen? Das sind normale Bolzen, okay. Bolzen sind voll. Okay, jetzt muss ich hier drauf achten, weil ich brauche hier irgendwo. Fehlt mir noch das Passwort dafür. Wenn nicht, muss ich nochmal ganz kurz mal einen Cut machen und nachgucken. Munition. Ist eigentlich nicht wirklich nützlich. Na, wo sind denn die jetzt? Kuscheln die jetzt oder was? Das gibt's doch jetzt gar nicht. Ach, scheiße. Mach ich denn das jetzt am besten? Oh, oh Gott. Gedrückt halten muss ich die Taste. Ah, wie soll ich das machen? Das kriegt ihr doch mit, oder? Naja, das kriegt er vielleicht nicht mit, weil er nicht in meine Richtung geguckt hat. Okay, welche Richtung guckst du jetzt?
Okay, das könnte mal, das könnte klappen. Okay. Los, komm schon! Oh, das Würgen dauert manchmal zu lange, das ist echt ätzend. Das ist der einzige große Nachteil am Würgen, ist, dass es halt länger dauert. Er wundert sich aber auch nicht, wo sein Partner ist, wa? Okay, der ist jetzt kein Problem mehr. Und gute Nacht, mein Freund. Alles klar. Jetzt ist es mir auch wurscht. Den legen wir jetzt hier mal hin. Wir brauchen jetzt aber die Augen, damit ich die ganzen Sachen besser sehen kann. So, jetzt muss ich mal gucken. Mir fehlt noch immer das Passwort. Vielleicht hatte ich das auch schon mal gehabt. Ich habe es jetzt bloß nicht mitgekriegt. Jetzt hier was im Fratzen. Sinnlos. Aber ich mache es, damit es mich hier meine Augen nicht behindert. Trank brauche ich nicht. Oh, da ist was mir gar nicht gefällt. Ach ja, müssen wir auch noch nachgucken. Stimmt. Keine Granaten? Shit. Ah, das könnten sie sein, oder? Nee, aber dann ist er vielleicht da drin. Hier sind Schlüssel. Oh. Verdammt, Drecksviecher. Toll. Schöne ist jetzt, ich habe da eine Mine angebracht. Ich weiß gar nicht, ob die mir auch Schaden tut. Oh, alles klar. So. Ach, was mache ich da? Money. Das war's schon, oder was? Wie vor allem, was sie füttern hier? Mit einer Hand. Okay. Hier ist nochmal Nahrung. Aber mehr war hier doch auch nichts, oder? Hier war doch nichts. Da ist ein bisschen was. Das ist immer noch das, was ein Safe ist. Gut, okay, dann werde ich nochmal kurz gleich einen Cut machen und nochmal in den Unterlagen suchen. Ein Hausschlüssel nochmal. Ja, in den Unterlagen suchen nach dem Passwort. Das hatte ich alles schon hier. So, könnte ich auch nehmen. Dann bin ich wieder voll. Yeah. Okay, alles klar, bis gleich. Hey Freunde, da bin ich. Ich habe die Notiz gefunden. Hier ist es, glaube ich, 287. 287 ist, glaube ich, die Kombination für ein Safe. Mann. Ja, das ist, weil man hier, sag ich mal, zu schnell vorangeht. Pop! Und 287. Naja, ist ja nicht so schlimm. Man muss sich halt hinterher mal ein bisschen kurz nochmal mich rumsuchen. Ihr müsst es... Ach so, ich war ja schon bei 7. Ja. Hä? Was ist jetzt los? Okay, dann sind wir hier nämlich schon mal fertig. Wir gehen hier auch wieder raus, weil ob ich jetzt nun oben rausgehe oder hier, es ist total unwichtig, glaube ich. Oder macht das einen Unterschied? Nö, das macht überhaupt gar keinen Unterschied, sage ich ja. Also nicht wirklich. Hatten wir hier noch Wachen? Da hinten sehe ich noch jemanden. Der ist aber nicht wichtig. Hier war ja nichts weiter gewesen, hat man eigentlich alles erledigt. So, jetzt ganz kurz, wir gucken mal ganz kurz. Ich hätte auch mal mit dem Herz gucken sollen, aber das war ja nichts. Da hinten ist was. Wollen wir zur Destillerie-Fabrik? Ja, wir machen das, komm.
wir hören mal auf die Alte, obwohl ich das eigentlich ungern mache. Was? Was war das? Das ist ein Schlafmann, okay. Dachte schon. Und dann bewegen wir uns da hinten weiter. Entlang. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man das nicht macht. Dann kriegt man doch bestimmt nicht die Sachen, oder? Ich glaube es einfach nicht. Aber ist egal. Also los. Ich weiß nicht, ob das einen Bösheitsgrad gibt. Könnt ihr mir gerne mal erklären. Das ist doch, das ist eine Sache, das könnt ihr mir gerne mal erzählen. Zeig doch mal gleich die Augen, weil genau hier ist. Ihm vorausgehen. Sie seid da. Falle? Ja. Womit sind die verbunden gewesen? Keine Ahnung. Aha! Den hatte ich noch gar nicht gesehen. War der vorhin auch schon da? Nicht umsonst wollen die meisten Männer seinen Namen noch nicht mal. Das sagt man. Der perfekte Schlupfwinkel für einen. Ah, ich weiß, über wen die reden. Okay. Ich hätte den mir wahrscheinlich schon schnappen können. Was machst du, mein Freund? Was glotzt du so blöde? Okay. Na, ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Ist jetzt nicht echt dein Ernst? Ah, gut, okay. Was machst du jetzt? Du gehst jetzt hier nicht lang. Okay. Oh, komm schon, lad dich auf. Oh, perfekt. Hau ab, oder du verlierst ein Ohr. Ach, Quatsch. Wie konntest du mich sehen? Hä? Ah! Ha! Lass mich in Ruhe! Vorsicht! Du bist ein Fisch. Wohin ist er so schnell verschwunden? Ja. Das möchtest du gerne wissen, wa? Nur eine Frage der Zeit. Scheiße. Das war jetzt echt bad. Okay. Wo bist du? Dann komm schon. Okay. Aber irgendwie wollte er doch eben gar nichts machen, wa? Oh, oh, oh. Der ist in Aufruhr. Wohin bist du verschwunden? Der da hinten auch. Ah, jetzt geht's da mittlerweile. Der andere merkt es gar nicht neben mir. So ein Lappen. Hopp, und weg bin ich. Ich liebe es. Also ich liebe das Game wirklich. Ey, das ist so lol. Teilweise denke ich mir, die müssen da so blind sein. Aber gut, okay, ich bewege mich auch wie ein Geist. Also mit den Teleportieren und so. Da hinten sind, glaube ich, auch noch welche. Okay. Ist jetzt ein bisschen blöd. Lade dich mal auf. Okay, das ist jetzt ganz blöd. Ach, Mann. Boah, das könnte vielleicht laufen. Den da hinten habe ich... Oh, oh. Oh, 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 ganz schlecht. Oh, Gott. Und, und. Teleportieren. Ach, huh. Da hinten ist einer. Aua. Okay, Freunde. Habt ihr es gehört? Es hat gepiept. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.